Ich muss mal schnell weg, Alter. Ich habe nur noch einmal Medizin hier. Junge, warum kommen denn da so viele? Warum spawnen die denn dauernd? Mensch, Klavier tot, ey. Deaktiviere die Funkgeräte. Ja, wo ist denn das? Wo ist denn das letzte? Als Tourist im Kriegscenter, sie machte ihn zu ihren Krieger. Um ihren größten Fehler zu töten. Ihren Bruder. Ihren Fehlschlag. Ihr Monster, gefangen in einem Kreislauf aus Blut und Wahnsinn. Vas Montenegro. Oh, verdammt. Bin ich? Da bin ich ja mal gespannt. Ja, was geht hier vor, Alter? Wer beobachtet wen? Überraschung, du bist da. Okay, okay. Guter Junge. Meint die mich? Ich glaube, die meint mich, ne? Vas Montenegro, Wahnsinn. Insanity. Hallo, Vas. Citra? Bist du endlich bereit, der zu sein, den ich brauche? Wo bin ich? Ja, schauen wir mal. Suche, kämpfe, sammle die Teile meines Dolchs, bring sie zu mir. Oh, ich weiß, du willst. Kommen wir gar nicht raus. Meine Liebe, meinen Körper, meinen Geruch, meine Beine. Nein, 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 nein. Verpiss dich aus meinem Kopf. Wild wie immer. Wild wie immer. Wenn du deinem Verstand entkommen willst, solltest du tun, was ich sage. Jetzt gerade bist du schwach. Schau in den Spiegel. Benutze den Spiegel, um die Gesundheitsinjektion freizuschalten. Permanente Eigenschaften. Der Spiegel. Alle Eigenschaften sind permanente Verbesserungen. Wähle die Eigenschaften Stolz und schalte die Gesundheitsinjektion frei. Ja, dann mal los. Okay. Jetzt nimm etwas gegen die Schmerzen. Ich hasse es, dich so zu sehen. Gut. Aber um deinen Verstand zu überleben, wirst du auch Waffen brauchen. Der gute alte Waffenschrank aus Far Cry 3. Wer kennt ihn nicht mehr? Ich kenne ihn noch. Tolles Ding. So. Hä, habe ich jetzt irgendwas gekauft hier? Keine Ahnung. Okay. Das findet Papa gut. Wenn du mehr Waffen willst, musst du sie dir verdienen. Okay, was? Ah, okay, ich weiß, wo ich bin. Okay, ich muss diesen verfickten Dolch finden. Aber solange ich hier in meinem Verstand rumwühle, machst du vielleicht lieber die Augen zu. Erinnerung. Entkomme aus Vas Kopf, sammle drei Teile des Silberdrachendolches ein, entdecke einzigartige Orte und Herausforderungen, um mit Kohle, Waffen oder anderen hilfreichen Gegenständen belohnt zu werden. Jedes Mal, wenn du stirbst, verlierst du alle nicht permanenten Inventargegenstände. Okay. Gut. Okay, das ist die Karte. Sammle die Teile des Silberdrachendolchs. Okay, die sollen hier irgendwo versteckt sein, oder was? Schauen wir mal.
Siehst du das? Eine riesige rote Tür mit einem verfickten Auge drauf. Ich weiß, wie das funktioniert. Das wird später nochmal wichtig, oder? Wundervoll, fantastisch. Mhm. Die Grammatik könnte besser sein, aber... Tagebuchseiten, Tja, wo könnte denn dieser Dolch sein? Auf der Karte wird mir auf jeden Fall eine Waffe angezeigt. Ach so, das ist da drin. Okay, alles klar. So, hier vielleicht? Kohle. Sammle Kohle, indem du Gegner ausschaltest, Truhen öffnest und Herausforderungen bestehst. Gib Geld am Waffenschrank und am Spiegel aus, um Waffen und Ausstattung bzw. permanente Eigenschaften zu erhalten. Das ist sowas wie Geld und ich kann es einsetzen, um Leute fertig zu machen. Okay, genau wie ein Politiker. Gut, wir gehen erstmal hier hinten lang, um mal zu gucken. Hier geht's gar nicht mehr weiter. Okay, hier geht's raus. Ich weiß nicht, ob auf dem Gelände dieser Dolch ist oder, ja, ob das hier verschieden verteilt ist. Wir können uns aber erstmal hier ein bisschen umgucken. Okay. Lava? Ist da Lava? Ich glaube, hier gibt's nichts. Wird mir irgendwie auf der Karte angezeigt, wo ich hin muss, nicht, oder? Sammlung. Aha. Tja. Es kann sein, dass ich das Gelände verlassen muss. Aber hier komme ich ja nicht weiter. Na, wenigstens kann er klettern. Nee, ich glaube, hier ist nichts. Wir müssen wirklich das Gelände verlassen. Schädel und Lava. Der Vulkan. Es kann auch sein, dass ich da noch gar nicht reinkomme, weil ich nicht die richtigen Waffen habe. Also um den DLC zu verstehen, musst du echt Teil 3 gespielt haben, ansonsten ist das, glaube ich, sehr unverständlich. Erinnerung, Schwierigkeit, volle Pulle. Gut, hier werde ich sterben. Ah, wenn du Erinnerungen abschließt, erhältst du Teile des Silberdrachendolchs, aber sie sind extrem schwierig. Überprüfe vorher, ob du gut vorbereitet bist. Nö. Ich bin definitiv nicht gut vorbereitet. Moment mal, ist das nicht das Schiff aus dem Zweiten Weltkrieg von meinem Strand? Wieso ist das hier? Durchsuche die Medusa. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Was ist denn, wenn ich die Mission schaffe, Alter? Ich sehe gar keine Gegner. Ist hier vorne was bewegt? Wie kommt man denn da rein? Da kommt man wahrscheinlich nur rein, wenn ich diesen Kletterhaken habe. Was ist das? Oh Gott. Jason, du bist tot, Mann.
Also sie können ruhig alle herkommen, aber... Guck mal hier, die schießen da mit keine Ahnung was. Und der schmeißt da irgendwas, oder wie? War da einer? Ich habe auf jeden Fall viermal Medizin jetzt. Ich glaube, das ist der Boss hier. Ist auch tot. Da war auch noch einer, oder? Funkgerät ausschalten. Ich weiß halt nicht, wie viele Gegner da noch kommen, Alter. Also aktuell sieht's ziemlich gut aus. Funkgerät ausschalten. Wie viel muss ich denn da ausschalten? Ach du Scheiße. Oh! Warte mal. Ich muss mal schnell weg, Alter. Ich habe nur noch einmal Medizin hier. Junge, warum kommen denn da so viele? Warum spawnen die denn dauernd? Mensch, Klavier tot, ey. Deaktiviere die Funkgeräte. Ja, wo ist denn das? Wo ist denn das letzte? Wo ist das letzte Funkgerät? Wahrscheinlich ganz oben? Hier? Ne, hier war ich doch schon, oder? Hm. Oh Gott. Boah. Wird mir auch nie angezeigt, die Scheiße.
Kräfte. Eine Kraft ist eine passive Stärkung, deine Fähigkeiten verbessert, verloren. Was auch immer. Soll mir niemand mal das Funkgerät zeigen? Komme ich da irgendwie hoch? Tja, NPCs wären noch nicht schlauer, ne? Wo ist er denn? Komm schon. Okay. Ich weiß gar nicht, wie oft der noch kommen soll. Im Suchgebiet, ja, ja, im Suchgebiet, aber wo? Ganz unten vielleicht? Tja, wenn ich da runterspringe, bin ich tot. Hier wurde irgendwas angezeigt, oder? Da oben? Also die Gegner habe ich jetzt alle gekillt. Vielleicht da oben? Ach nee, da komme ich gar nicht hoch, ne? Puh! Das muss irgendwo da hinten sein. Irgendwo hier. Hier ist es. Direkt vor meiner Nose, Alter. Okay, und nu? Ziel abgeschlossen. Ja, moin. Ich gebe dir, was du willst. Ich werde alle deine verfickten Krieger töten. Oh, Jason, du bist ein toter Mann. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin der tote Mann, Alter. Junge, lauf mal. Oh Gott. Alter, ich muss weg hier. Die machen mich platt. Lauf, Forrest! So, letzte Heilung. Jetzt habe ich es geschafft. Guter Junge war's. Hui! Ich habe getan, was ich wollte. Los, hol dir die Belohnung. Hol dir die Belohnung. Wo ist denn die Belohnung?
da oben. Alter Schwede, was ist das denn? So. Belohnung Nummer 1. Schwaches Fundament, schwacher Verstand. Alles bricht zusammen. Ah, das war echt krass. Das war echt krass, Leute. So. Aber das bleibt, oder? Also, wenn ich sterbe, oder ist das dann wieder weg? Keine Ahnung. Kann man denn hier irgendwas machen? Oh, da muss man chillen, ey. Naja, ich glaube, das war's dann. Dann können wir hier wieder raus. Abgeschlossen. Erinnerung, Funkstille. Nice. Ich weiß nicht, ob da einer schießt, oder... So, und von diesen Sachen gibt es 3 Stück und dann ist die Mission abgeschlossen. Ob es dann der ganze DLC ist? Keine Ahnung. Was für eine geile Achterbahnfahrt. Mal ehrlich, ich liebe meinen Verstand. Mal sehen, was da noch ist. Hier ist wahrscheinlich noch viel mehr, Alter. Mit einer Pistole, Alter. Mit einer Pistole habe ich das gerade geschafft. Mit einer verdammten Pistole, ey.